Was geht ab, Freunde des Horrors, und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, meine Stimme ist jetzt auch wieder ganz normal. Und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für euren Support. Macht weiter so, das würde mich freuen, und jetzt würde ich sagen, let's go. Schauen wir mal. Hier ist noch was. Nein. Warum macht er das? Warum? Da stand übrigens was an der Tafel. Ja. An der Wand. An der Tafel, sage ich schon. Okay. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Mira ja gesagt hat. So. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist eine sehr gute Detektivin und wir sind ein gutes Team. Mein Gott, lieber Ben, lesen, lernen, leicht gemacht. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn, und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite arbeiten zu dürfen. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor allem vor dem Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Wow! Danke! Wo sind wir jetzt? Substanziell für mich. Nee. Ja, crazy. Das ist ja hier, wo wir immer waren. Oder? Verehrte Damen und Herren, oder nicht? Klick, klack, klick. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Oha. Was denn? Ermittlung im Fall des Serienmörders Stoken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Hier entlang, bitte. Okay, wir können nicht speichern. Und sie hat irgendwas mit uns vor. Folgen wir ihr mal unauffällig. Sie reden wohl nicht viel. Was geht hier ab? Rollstuhl. Infusion. Leichenhalle. Detective Castellanos? Ja. Haben Sie so einen Schlüssel? Ja. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Oha. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Aha. Okay, die Schlüssel finden. Die ist auf jeden Fall lustig drauf, die Olle. Wie ich finde. Lustig am Rumsummen.
Ich bin eine Psychopathin. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Können wir jetzt auch hier raus? Nö. Muss man immer so entlang gehen. Alles klar schön. Danke für den Tipp, liebe Dame. Gehen wir mal hier hin. 3800 ist einiges, was wir haben. Glück. Verbessert die Tragekapazität für Gegenstände. Das würde ich mal sagen. Okay, die sind jetzt alle zu teuer. Granaten. Streichhölzer wären auch nicht schlecht. Fitness. Feuerrate. Spanngeschwindigkeit. Gut. Haben wir doch uns leicht verbessert. Das wäre natürlich was Schönes, aber egal. Dann gehen wir jetzt nochmal da entlang, weil wir können jetzt, glaube ich, mehr Bolzen für unser Schussgerät holen. Ab in die Leichenkammer. So, das darf man jetzt nehmen können. Jawoll! Drei Schuss, zwei Schuss. Machen wir erstmal so. Und gehen wieder zurück, würde ich sagen. Oh, nee, speichern. Wenn es jetzt geht. Hallo. Danke. Und tschüss. Nochmal kurz gucken. Steuerung. Sprinten L1, okay. Funktioniert. Weiter geht's. Puh. He is watching. We can't leave. Okay, wer beobachtet? Oder er beobachtet uns. Wir können nicht fliehen. Wow, Papa! Okay. Kleine Munitionshalle hier. Oha. Jetzt ist es weg. Da ist was, da ist was. Links, links, links. Was? Okay. Ein bisschen Gehirnmasse wieder geholt. Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Er ist da oder auch nicht.
Hier ist alles leer. Auf zur nächsten Tür. Da hinten ist irgendwas. Hier ist nichts mehr. Da. Wow! Was? Was? Boah. Ach, Scheiße. Ach, hör auf. Ja, das sind ja mies. Jetzt sind die auch noch unsichtbar. Fein. Oh, oh, oh. Ach, mit Dreieck, alles klar. Mit der guten Dreieckstaste. Hier waren wir doch gerade. Okay. Merkwürdiger Raum. Ein sehr merkwürdiger Raum war das. Also jedem ist klar, was das war. Das war eine Gummizelle, aber... Schönes Porträt. Lecker Schmecker, Pausencracker. Hier geht's dann raus. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Ja. Aber ich will hier oben noch was gucken, wenn ich darf. Nicht runterfallen. Was war das denn? Raten. Okay, die bringt tatsächlich was. Das war kein Gewehr, das war Pistole, okay. Oha.
Aber wir haben trotzdem was dafür bekommen. Das ist doch auch schon mal schön. Das ist doch auch schon mal schön. Okay, 4 Schuss sind Standard. Hier ist was drin, komme ich aber nicht ran. Doch. Einfach nur mal kaputt schlagen, dann kommt man daran. Alles klar. Puppen und Horrorspiele gehen klar. Ha. Wo sind wir denn jetzt hier? Rechts geht's entlang. Hier ist wahrscheinlich zu. Verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Moment mal kurz. So. Muss mal kurz ein Schlückchen trinken. So. Gehen wir mal kurz zurück, holen uns ein bisschen Munition wieder. Noch ist es ja nicht so weit weg. Hä? Okay. Okay, dann halt nicht. Ja, die Unsichtbaren sind mies, ey. Na. Naja, weiter geht's ja. Echt spooky hier, oder? Wir brauchen eine Schlüsselkarte, ja. Eine Schlüsselkarte, bitte. Danke. Okay, hier war nichts für uns. Hä? Nicht dumm? Kein Kommentar? Okay, nochmal aufs Ganze. So. Verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Okay. Munition.
ist voll. Schauen wir noch die anderen Schränke durch. Da komme ich nicht ran. Kann ich hier entlang? Aha. Ich hasse das, Mann. Ach Mann. Oha. Oha, das wird was. Wenn das weiter so geht. Schon wieder 5500 Gehirnzellen gesammelt oder was auch immer das sein soll. Okay, der Fernseher ist unzerstörbar, wie wir sehen. Gut. Hier scheint nichts mehr zu sein, oder? Nein. Gut. Dann ist es wieder soweit. Wir machen hier den Cut. Vielen lieben Dank fürs Zuschalten. Ihr wisst ja, wie es läuft. Haut einen Support raus. Unten in der Videobeschreibung stehen auch meine Let's Play und Streamzeiten. Schaut da gerne auch mal rein. Das würde mich freuen. Und ja, Support ist kein Mord. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.